Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lipsticks and Heels. Ich habe heute einen Fashion Haul für euch. Eigentlich sind es, ich darf zwei Videos machen, weil es einfach viel zu viel für ein Video. Darum werdet ihr diese Woche oder dann nächste Woche den zweiten Teil davon sehen. Fangen wir gleich mal an mit Mini Take. Das Oberteil oder die Bluse, die ich gerade trage, es ist ein asiatischer Online-Shop, sage ich kurz. Und ich habe freundlicherweise einen Gutschein zur Verfügung gestellt bekommen, um mich ein bisschen auszustatten. Nein, einfach um ein paar Klamotten für den Blog zu bekommen. Weil als Fashion-Blogger kann man nicht einfach 50 Millionen verschiedene Klamotten haben, sondern man ist darauf angewiesen, dass man mit anderen Online-Shops kooperiert, damit man immer wieder neue Looks kreieren kann, Fotos shooten kann. Genau, und darum, ich bekomme einfach einen Gutschein und davon suche ich mir dann Sachen aus, die ich vorstellen möchte auf meinem Blog, beziehungsweise die ich so stylen möchte. Die erste Bluse, die habe ich auch aus diesem Shop. Die ist eine super schöne Basic-Bluse, allein wenn man dann noch einen Pulli drüber anzieht. Ich liebe es, wenn ich so einen Kragen habe, die ist auch langärmlich. Und ich finde den Kragen wunderschön. Die Preise sind super in Ordnung mit dem Shop. Jedes Produkt wird natürlich verlinkt. Aber ja, ich liebe, liebe, liebe diese Bluse. Ich bin ja ganz verrückt danach. Dann habe ich mir eine wunderschöne Jacke rausgesucht. Und zwar ist es so ein Zebra-Mantel. Das ist aber Stoff. Und der ist sehr, sehr gerade geschnitten. Sieht so aus, der hat so Druckknöpfe und der geht dann so bis zu den Knien ungefähr und der ist so schön. Also ich hätte echt nicht erwartet, dass der angezogen so geil aussieht. War ich richtig begeistert davon. Ja, also ganz, ganz, ganz tolle, tolle Jacke und ich finde diesen Zebra-Look voll cool. Also Leo bin ich jetzt nicht unbedingt, ich mag Leo auch noch schwarz-weiß. Aber dieses Zebra finde ich genial. Dann habe ich, oh Gott, Leute, haltet euch fest. Warte, sie fliegen herein. Guckt ihr euch mal an, diese Schmetterlingsschuhe. Also ich habe die jetzt so oft auf Instagram gesehen und als ich die in einem Shop entdeckt habe, bin ich ja fast ausgeflippt. Hinten dran sind, wie ihr sehen könnt, Schmetterlinge und ich habe bereits ein Outfit damit geshootet. Ich freue mich, es euch zeigen zu können auf sarahbow.com. Sind die nicht der Ober-Mega-Knaller? Ich glaube, die kosten 20 Euro oder sowas. Die gibt es dann auch noch in Lila, wobei ich Gelb irgendwie cooler fand. Ich habe auch keine gelben Schuhe. Und die sind der absolute Oberburner. Qualität ist jetzt nicht so berauschend bei den Schuhen. Bei den Klamotten finde ich es echt gut. Bei den Schuhen eher weniger. Aber ich musste die einfach haben. Die haben förmlich nach mir geschrien, diese Schuhe. Und oh Gott, die steht in meinem Schuhschrank und ich schaue sie jedes Mal so gerne an. Sie sind so hübsch und ich liebe einfach solche verrückten Schuhe. Dann habe ich mir diese wunderschöne Bluse hier rausgesucht. Und die hat so einen abgerundeten Hals, so muschelmäßig ist das, dieser Muschelhals. Und das ist jetzt ein Leo-Muster, aber so blau-bunt. Und ich habe gerade gesagt, ich bin nicht so der Leo-Fan, wobei ich das aber schon wieder so cool finde. Wisst ihr, was ich meine? Und dann vielleicht auch darüber so einen weißen Pulli anziehen, dass dann nur ein bisschen dieses Muster rausguckt, kann ich mir voll gut vorstellen. Also die Bluse finde ich auch wunderschön. Habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Die ist echt der Oberknaller. Und ja, die sorgt bestimmt für einige Blicke. Dann kam dazu dieser wunderschöne Pulli hier. Einfach ein ganz normaler, schlichter Pulli, also nichts Weltbewegendes. Aber ich liebe dieses Grau-Rosa, das gefällt mir super gut. Ich habe echt lange nach so einem Grau-Rosa Pulli gesucht. Und ja, ich bin total verliebt in den. Ich finde den ganz schön, weil ich finde, mir persönlich stehen so kühlere Farben einfach besser. Und ja, ich finde den unheimlich schön und ich freue mich, ihn zu tragen, ne? Und auszuführen. Das letzte, was ich beim Mini-Take bestellt habe, ist ein Trenchcoat. Und zwar sieht der so aus. Also der ist richtig hochwertig. Er hat schön, also schön gepolstert oben, richtig schön verarbeitet. Von hinten hat er so ein, so ein Trenchteil, ein Gürtel hat er drumherum und ja, er ist wahnsinnig schön. Was mir auch sehr gut gefällt, ist dieses Schwarzbraun, also Schwarz-Beige, super, super schön. Und
Ich habe jetzt Größe M, glaube ich, bestellt, oder? Ich schau mal schnell. Nee, L. Ich habe Größe L bestellt. Ich habe eine 36-38. Bei Jacken würde ich immer L bestellen, wenn ihr 36-38 habt. Weil sonst sind die immer ein bisschen zu klein aus diesen asiatischen Shops. Ja, aber er ist wunderschön. Und Leute, der sitzt richtig gut. Also der sitzt echt richtig, richtig gut. Der macht eine ganz, ganz tolle Figur. Ich musste nur noch mal irgendwie ein bisschen bügeln, weil die haben das in so ein kleines Paket alles reingestopft. Gerade wegen Zoll und so weiter. Hatte ich übrigens keine Probleme, weil das war als bei mir jetzt als Gift gekennzeichnet. Und ich glaube, weil viele asiatische Shops machen es ja so, dass die Bestellungen als Gift gekennzeichnet werden. Also ich hatte keine Probleme. Bei mir kam es ganz normal nach Hause an. Da kam nichts über den Zoll. Und wobei es mich auch wundert, weil ich bekomme so oft Post aus Asien, dass da nicht mal langsam irgendwas beim Zoll abholen muss. Aber na gut, toi, 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 ich klopf mal aufs Holz. Ja, aber das sitzt so schön und mega. Ich hoffe, es kommen jetzt noch mal ein paar mildere Tage, dass ich den noch dieses Jahr tragen kann. Wäre sonst schade drum, wenn er jetzt bis zum Frühling im Schrank warten muss. Dann habe ich auch noch drei neue Sachen von Sassy Classy und die sind auch mega cool. Das eine Teil möchte ich gar nicht mehr ausziehen. Ich trage den eigentlich so gut wie täglich. Und zwar ist es dieser Kuschelcardigan. Der ist einfach so gerade geschnitten, langärmlich und geht auch so bis zu den Knien ungefähr. Und der ist so kuschelig, der ist so fluffig und kuschelig und ich liebe den. Der ist so toll. Leute, unbedingt die Sachen bei Sassy Classy sind immer sehr schnell weg. Wenn ihr den haben wollt, klickt drauf, er ist genial. Ich trage ihn draußen, ich trage ihn zu Hause, ich trage ihn zum Kuscheln, zum Shoppen. Ich trage dieses Ding eigentlich so gut wie jeden Tag. Also ich kann ohne diesen Cardigan nicht mehr existieren ungefähr. Also ich liebe ihn. Dann aus der neuen Kollektion von Sassy Classy habe ich hier den Pulli. Das ist einfach ein schwarzes Sweatshirt. Und das Besondere daran, es sind umklappbare Pailletten, also wie ihr sehen könnt. Und ihr könnt da halt auch drauf malen. Und ich habe jetzt immer lustiger, also ihr könnt da quasi so ein Smiley irgendwie, na, jetzt kann ich es nicht halten, ne? Aber ihr könnt da halt so ein Smiley draus machen und so. Keine Ahnung, ich habe da schon eine Schleife drauf gemalt. Ich finde den mega, mega cool. Das macht so Spaß, wenn man es anhat, damit so rumzuspielen. Das ist so lustig. Und man kann sich da so ein Herzchen auf die Brust machen, was hinschreiben, malen. Das ist so cool. Ich habe den jetzt in Größe 36, weil die sind ein bisschen oversized. Und ja, ich glaube, der wird auch ganz schnell weg sein. Ah, das ist so cool und also richtig hochwertig. Und dann habe ich noch den Frenchie, den Sassy Classy Frenchie. Der sieht so aus, auch ein ganz normales Sweatshirt. Ist auch Größe 36. Hier gefällt mir der Schnitt wirklich sehr gut, weil anders wie bei dem Schwarzen, ne, was eher so normal fällt, wie ein Sweatshirt eben, fällt der so ein bisschen geformter. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Genau, und ich liebe das. Es wird auch schon mega gehypt, dieses Sweatshirt auf Instagram und so weiter. Jetzt habe ich es auch endlich. Ja, und ich finde es auch ganz süß. Immer, you are amazing. Mit jeder Bestellung kriegt man immer so Gummibärchen dazu. Und es ist halt echt mega süß. Und ganz, ganz, ganz tolle Marke. Ist ein Familienunternehmen hier aus München. Und ja, unterstütze ich eigentlich einfach unheimlich gerne. Und gehe da auch gerne regelmäßig shoppen, weil ich liebe die Sachen und ja, auch die Marke im Hintergrund finde ich ganz toll. Und ja, das war es auch schon. Das war mein Haul. Zu den Sachen werdet ihr bestimmt noch Outfit-Posts sehen oder auf Instagram oder Facebook oder sonst wo. Alle Links zu allem, was ich euch gezeigt habe, über das ich gequatscht habe, ist unten in der Infobox verlinkt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!